Niki, die Vorbereitung geht langsam dem Ende zu. Morgen steht das erste Pflichtspiel gegen Lugano an. Wie hast du denn bisher die Vorbereitung erlebt? Ja, ganz gut. Wir sind von Anfang an ein hohes Tempo gegangen, haben sehr viel neues System mit eingebracht durch die neuen Trainer. Das war am Anfang, ist das ziemlich viel Pensum, was du in deinen Kopf kriegen musst. Aber ich denke, bis jetzt haben wir das ganz gut hinbekommen. Die ersten zwei Vorbereitungsspiele waren, denke ich, von unserer Seite auch eher positiv zu bewerten. Natürlich hast du, wenn du ein neues System einlernst, immer das ein oder andere Problem. Aber wir hatten ein sehr gutes Videomeeting und haben uns sehr gut darauf eingestellt. Die letzten zwei Trainingseinheiten waren auch gut. Wir haben auch nochmal sehr, sehr viel am System gearbeitet, dass wir das eben reinkriegen. Und ja, jetzt freut sich jeder auf morgen, dass es endlich losgeht. Mit Lugano kommt morgen der Schweizer Vizemeister. Was für ein Spiel erwartest du denn? Ja, ich denke, so wie jedes Spiel, wenn du gegen eine Schweizer Mannschaft spielst, die spielen mit sehr viel Kampf und Leidenschaft, kämpfen um jeden Zentimeter Eis. Sie sind schlittschuhläuferisch sehr stark, stocktechnisch sehr stark und ja, sie haben einige Top-Spieler dabei und es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel werden. Vielen Dank und viel Erfolg. Danke. Ulle, du hast dich bis 2018 an den Club gebunden. Wenn es dann soweit ist, warst du 12 Jahre oder bist du 12 Jahre lang ein Adler. Was bedeutet dir denn solch eine Zahl? Ja, das ist natürlich schön. Also vor allem so lange hier spielen zu dürfen und ja, tagtäglich das Training hier zu genießen. Die Atmosphäre ist immer wieder, also jeden Tag aufs Neue. Ich habe den schönsten Arbeitsweg. Ich darf in die SAP Arena fahren und ja, jedes Wochenende hier vor vielen Fans spielen mit der tollen Mannschaft, mit den tollen Jungs. Und das schon, wie du sagst, seit so langer Zeit. Ich glaube, das wird man irgendwann vielleicht mal realisieren, wenn es irgendwann mal nicht mehr ist. Aber jetzt genieße ich einfach jeden Moment. Danke. Apropos genießen, 6:1 Sieg in Pardubice, 6:2 Sieg über Bietigheim. Lief schon sehr gut die Vorbereitung. Von außen sah es auch schon sehr, sehr gut aus für die Kürze der Zeit. Wie hast du es denn auf dem Eis erlebt? Ja, es hat unglaublich Spaß gemacht, dass wir wieder in den Spielmodus kommen. Wir haben die letzten Wochen sehr viel trainiert, sehr viel Taktik gemacht. Hatten lange Wege, wie man so schön sagt, vielleicht ein bisschen Kondition gebolzt auch und viel einstudiert, viele Spielsysteme trainiert und dann war es natürlich für uns unglaublich toll, das auch im Wettkampfmodus dann anwenden zu können und wenn man dann nach 60 Minuten sieht, dass das Ergebnis auch stimmt, ist es so ein bisschen eine Belohnung oder ein Lohn für unsere Arbeit gewesen und ja, deswegen haben die zwei Testspiele haben sehr, sehr viel Spaß gemacht. Morgen steht dann das erste Pflichtspiel an, Champions Hockey League, Lugano. Was für ein Spiel erwartest du dann gegen den Schweizer Vizemeister? Ja, das ist natürlich was, wo wir jetzt schon seit Wochen entgegenfiebern. Also wir haben gesagt, wir vom ersten Tag an wussten wir um das Datum für das Champions League-Spiel gegen Lugano. Wir haben die zwei Testspiele genutzt, haben gesagt, wir wollen an unserer Taktik feilen, wir wollen unser System üben, dass wir eben für diesen Stichtag morgen, dass wir da bereit sind. Und wir freuen uns wirklich alle, dass da mit Lugano eine absolute Spitzenmannschaft kommt, mit der wir uns hier messen wollen. Und ja, wir sind ja, richtig aufgeregt und voller Vorfreude. Super, wir auch. Viel Erfolg morgen. Dankeschön.